Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner hier mit der Season 14 in dem wunderschönen Österreich. Eine hervorragende Karte. Ich freue mich immer wieder hier neu einschalten zu können und eine neue Folge starten zu dürfen. Es macht wirklich Spaß, muss ich einfach sagen. Und ich bin froh, dass es da nicht schon wieder so... Ich weiß nicht, ob ich so gut durchgehalten hätte und so weitermachen würde, wenn das wieder so eine Steinbrüche von Zerbei-Karte geworden wäre. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Schöne, super detailreiche Karte. Ich habe letztens ein paar Aufnahmen gemacht und bin hier überall mal so ein bisschen rumgeflogen. Träumchen. Ein Träumchen, meine Freunde. Ah, verdammt, ich hätte anders fahren müssen. Also, wir sind auf dem Weg, ein alter Freund fertig zu machen. Was heißt fertig zu machen? Den ersten Abschnitt davon zu machen. Beziehungsweise von den drei Abschnitten haben wir eigentlich schon einen gemacht, weil wir das Fahrzeug schon komplett repariert haben. Und jetzt müssen wir den Ankatra einmal zur Farm liefern. Der Tatra T813, den wir hier als Zugmaschine benutzen. Tut sich ein ganz kleines bisschen schwer und da wieder alternative Physik. Großartig. Ah, wir müssen den hier reinfahren, okay. Also, dann als nächstes brauchen wir den großen Service-Anhänger. Und eigentlich ist da nicht die Frage, ob wir das... Wie wir das machen. Sondern ich nehme hier den Tiger. Und wir brettern hier mal los. Wieder mit dem Schnellgetriebe. Wir müssen gut aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie zu Schrott fahren. Hier hatten wir das letzte Mal, oder die letzten Male, einen Service-Anhänger hingestellt. Ah, man kann immer nur reparieren mit dem... Es ist nervig. Ja, hier können wir lang, nicht? So machen wir das. In der letzten Folge war ich stehen geblieben. So ein bisschen bei dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass ich Alzheimer quasi habe. Ich weiß nicht, ob das... Das ist, wenn man es schafft, objektiv das Ganze immer mal zu betrachten, dann stellen sich zwei Fragen. Was hat sich eigentlich geändert? Hat es sich geändert, wie ich mich wahrnehme, oder habe ich mich geändert? Und das ist super kompliziert und super schwierig, weil ich wüsste, also was ist jetzt davon die Wahrheit? Wie ist es jetzt? Weil das ist entscheidend dafür, was ich jetzt tue und was ich mache. Wenn sich meine Wahrnehmung ja geändert hat, dann sage ich, okay, Moment, warte mal. Du warst vorher schon so. Das heißt, du musst dich jetzt weiterentwickeln. Du musst neue Wege gehen, neue Schritte gehen. Wenn es aber bedeutet, dass meine Wahrnehmung sich nicht geändert hat, aber ich mich verändert habe, dann ist ja der Punkt, oh Moment, ich muss ja wieder zurück zu dem, wo ich schon war. Es ist so doof, dass das nicht geht. Ich probiere es trotzdem, aber das geht natürlich nicht, ist klar. So, okay. So, wir ziehen den jetzt einfach hinterher, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich gehe schwer davon aus, dass wir den einfach nur dorthin bringen müssen, oder zumindest darauf spekuliere ich jetzt. Wenn wir
genau den jetzt hätten benutzen müssen oder so, dann, ja, schwierig. Okay, hier gleich links, dann fahren wir hier lang, fahren wir... Wir fahren hier lang, hier, hier. So machen wir das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, man hat sich verändert oder irgendetwas hat sich verändert, aber man weiß halt nicht, ist es nur meine Wahrnehmung? Also Selbstreflexion meine ich, mit Wahrnehmung. Oder bin ich dümmer geworden? Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, ich bin dümmer geworden. Oder irgendwie nichts mehr funktioniert so, wie es soll. Ja gut, vielleicht ist das aber auch ein bisschen arg hart jetzt hier, was ich mit dem Anhänger mache. So. Dann haben wir ihn wieder. Ah, komm, ihr verzeiht mir das. Das machen wir nicht nochmal. Aber welcher Scout ist gut für so eine einfache Aufgabe? Welchen Scout hättet ihr jetzt genommen? Er muss ja eine Anhängerkupplung haben. Der Apache, den ich normalerweise bevorzugen würde als Scout, der hat den nicht. Der Jeep Wrangler, der ja auch ziemlich spritzig ist, aber sobald er hinten Gewicht drauf hat, merkt man schon, dass der am Limit ist und damit nicht so gut mehr zurechtkommt. Ja, hier können wir runterfahren. Und welcher Scout ist sonst noch? So, ich müsste mal den Burlak. Den Burlak müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht, ob der auch ein Schnellgetriebe hat. Wenn der auch ein Schnellgetriebe hat, könnte der vielleicht sogar ganz interessant sein. Ich habe den sonst immer weggelassen, weil der immer so ein bisschen trantütig ist, ne? Aber mit einem Schnellgetriebe könnte das ja auch durchaus wieder eine sehr interessante Sache sein. Also, das machen wir als nächstes, wenn wir einen Scout brauchen. Den Burlak. Gucken, ob er ein Schnellgetriebe hat. Und dann machen wir es halt, wenn er jetzt keins hat, dann machen wir es natürlich trotzdem mit dem Burlak. Weil ich wüsste eigentlich nicht, welche Aufgabe der Burlak nicht schafft. Er schafft sie vielleicht nur nicht schnell. Aber ansonsten große Reifen, das heißt Schlamm ist für den einfach nie ein Problem. Kommen wir hier mal lang. Hier ist besser. Bams. So, also. Dann bringen wir den jetzt mal hier hin. Stufe abgeschlossen. Ah, Sprit fehlt noch, aber das ist kein Problem. Nachtanken. Oh, der große Service-Anhänger hatte auch Sprit. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und damit haben wir die Mission fertig. Sehr schön. Neuer Truck. Komm, steigen wir doch mal direkt ein. Truck wechseln. Dürfte eigentlich nicht Truck heißen, sondern eher Trecker. Und was der für Upgrades hat, das würde mich mal auch interessieren. Was hat der für Upgrades? Können wir da hinten schon was ankoppeln? Kuppeln? Er ist natürlich jetzt nicht der schnellste. Aber so mal aus Jux und Dollerei könnten wir das doch mal hier hinten gucken. Anhänger ran. Und da hätten wir auch schon die erste Möglichkeit,
mit einer Aussaat. Direktsaatmaschine hier. Nee, das ist eine Kartoffel. Das ist doch ein Kartoffelernter, oder? Steht, glaube ich, hier auch drauf. Wenn man ihn nicht angekoppelt hat. Aber da stand Kartoffelernter. Nee, Kartoffelsämaschine. Steht da jetzt nicht. Ich kann es nicht, zumindest jetzt nicht finden, aber muss jetzt auch nicht. Wir werden's sehen. So, also. Karte einmal raus. Eine eilige Ernte. Kultiviere das Feld. Oh, das ist doch großartig. Wollen wir das machen? Wir sollen das Feld kultivieren. Hallo, ich stecke etwas in der Klemme. Mein Sohn ist für ein paar Wochen nach Wien gefahren. Ich dachte gerade, hey, guck mal, wir haben letzte Folge davon gesprochen, dass ich quasi Hälfte oder Viertel Wiener bin. So, gefahren und ich mache mir Sorgen, dass unser Heu durch den vielen Regen verfault. Ah, oh Gott, ich bin einfach hier unten verfault bei der Feldarbeit. Mhm. Verfault sein wird, wenn er zurückkommt. Hilf mir bitte bei der Feldarbeit. Ich bin zu alt, um es alleine zu machen. Was mich ein bisschen wundert, ist, ich soll es kultivieren. Kultivieren heißt anpflanzen, oder bin ich jetzt total blöd? Ich sehe aber jetzt nicht, was ich dafür brauche. Eine eilige Ernte. Hier hinten gibt es, hier hinten ist, glaube ich, irgendwie einen I don't know, ein Pflug oder sowas. Und ich habe jetzt echt keine Lust, loszufahren und dann zu merken, oh Haua, ich habe die Maschinen total falsch, beziehungsweise vergessen. Aber es kann ja jetzt nicht sein, dass es da nicht drinne steht. Kultiviere das Feld, 0%. Okay, da fehlt mir so ein bisschen Info. Vielleicht wisst ihr das alle, weil ihr da die anderen Seasons schon gespielt habt, die ich nicht gespielt habe. Übrigens, ich wurde gefragt, warum ich die eigentlich nicht gespielt habe. Ist einfach nur pure Zeit. Ist einfach nur, weil ich die Zeit bis jetzt dazu noch nicht hatte. Ansonsten hätte ich die natürlich bis jetzt auch schon gespielt. Anhänger lösen. Was müssen wir hier? Ich weiß nicht. Alright, ich musste mich einmal gerade so ein bisschen orientieren und einmal nochmal schauen, was, wie, wo. Also, ich lag total falsch. Kultivieren bedeutet natürlich den Boden vorbereiten und noch nicht die Ernte, die Saat ausbringen. Okay, mea culpa. Ich werde, hier ist ein Kultivierer, ein Pflug. Ich werde den jetzt nicht hierher bringen, das ist mir zu aufwendig. Wir werden den jetzt kaufen, einen neuen, und ich tendiere dazu, dass wir einen Anhänger holen mit einer Zugmaschine, den da drauf packen und dann überall hin und her fahren, weil wir brauchen dann auch den Pflug für eine andere Mission, dann hier drüben und dann nochmal für eine andere Mission im Vorgebirge, und aus dem Grund denke ich, wäre es das Sinnvollste, den jetzt zu kaufen, und da können wir sogar noch ein paar Sachen optimieren. Also, wir holen den jetzt einmal, individualisieren den. Wir haben nämlich hier einen besseren Motor, den können wir holen. Wir machen das optimierte Spezial. Hier gibt es nichts, aber hier haben wir eigentlich schon die, glaube ich, besten Reifen, weil eigentlich sind immer die Originalreifen die besten Reifen. Ich habe aber dafür noch nicht die neuesten Daten, kommt aber noch. Hier gibt es aber eine Zwillingsbereifung und ich bin mir relativ sicher, dass die Zwillingsbereifung doch nochmal besser ist. Deswegen, wir nehmen die Zwillingsbereifung, Standard, da nehmen wir, hier einfach die Windeddifferentialsperre, das passt alles. Das haben wir noch nicht freigeschaltet, das vordere Gewicht, den
den Holzkran, den brauchen wir jetzt wirklich nicht. Und hier hinten gibt es jetzt nochmal eine Vorrichtung vom Ziehen von schweren Anhängern. Dadurch verliere ich aber die normale Kupplung. Und ich die hier. Ich weiß also nicht, weil eigentlich ist das ja eine 3-Punkt-Aufhängung und das ist einfach nur eine Kupplung. Ich tendiere, dass wir das hier brauchen und dabei ein automatisches Kupplungssystem zum schnellen Befestigen und Lösen landwirtschaftlicher Ausrüstung. Also ich gehe schwer davon aus, dass das genau das Richtige ist. Dann schauen wir mal kurz. Das ist auch absolut unnötig. Ja, nehmen wir das hier. Wobei der sah eigentlich auch ganz nett aus. Komm, bleiben wir dabei. Wir wollen natürlich eine gute Ernte, deswegen unser Glücksbringer. Die Werkstatt, die verlassen wir. So, also, den haben wir jetzt hier einmal abgestellt. Dann holen wir uns jetzt noch eine schöne Zugmaschine. Da gucken wir mal. Nein, da gucken wir mal. Was haben wir? Nee. Nee. Kann mich noch nicht so überzeugen. Ich würde ja wirklich gerne den Freightliner eigentlich mal wieder benutzen. Aber mit nur 200 Liter ist das eigentlich kein Spaß. Hatte der Kenworth, war der nicht eigentlich ganz nice gewesen? Oder bin ich jetzt... Nee, wir nehmen kein Schnellgetriebe. Haben wir hier die... Da gucken wir einmal kurz. Haben wir jetzt hier die Kenworth-Schlappen? Eigentlich kann man da sagen, das sind die besten Mud-Tires. Sind hier gerade nicht in der Liste drinne. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wenn Original, da, Kenworth Tires, die haben 2 und 2,5. Achso, das ist ja Offroad. Ah ja. Mhm. Das sind die 52er, hier sind die 44er. Jetzt gucke ich einmal noch 2,5. Wenn ich Matschreifen nehme, haben wir gar nicht. Ja, dann sind es die besten. Ja, definitiv. Definitiv. Dann passt das. Rahmenaufsatz. Nehmen wir... Das Service-Modul können wir nicht mitnehmen. Wir könnten aber einen Tank mitnehmen. Ist natürlich nochmal eine Belastung. Wir könnten aber auch hier mobile Abschleppbühne nehmen. Und später den anderen mit transportieren. Mit Rampe. Der sieht... Nee. Oh, das wiegt nicht viel. Mit Rampe. Wie würde das hier gehen? Ja, das fährt doch dann so runter. Dann finde ich das besser hier. Dann möchte ich das haben. Hinten Zwillingsbereifung und alles. Ah, ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Der fühlt sich aber fürchterlich spritzig an. Was ja eigentlich gut ist. Also. Warum das denn? Der... Nur wegen dem Rahmenaufsatz? Oh, das ist ja eine fiese Nummer. Das ist ja doof. Okay, dann geht das nicht. Was nehmen wir? Das könnte ich dann alles nicht nehmen.
Nee, den können wir auch nicht nehmen, weil das ist kein zum Ankuppeln. Ich nehme an, der würde genauso das blocken wie der hier. Der macht es halt so fürchterlich schwer, ne? Oh komm, ich mach's schon wieder zu kompliziert, oder? Ich mach's schon wieder zu kompliziert. Niedrig, dann nehmen wir einen Sattel niedrig. Vielleicht können wir damit noch irgendwas anfangen, oder? Der fährt ja hier in die Kurve und hebt ja gleich ab, du. Da müssen wir ja richtig aufpassen. Ja, ich glaube, so ist gut. Der ist gar nicht mal so kurz. Ne? Das ist eine lange Maschine. Okay. Also, dann Rampe aktivieren. Wir wechseln einmal in den Ancatra. Also ich will jetzt nicht sehen, dass diese Maschine auch nur ansatzweise irgendwie im Boden versinkt. Die darf nicht im Boden versinken. Das ist meine ganz große Erwartung. Bei solchen Schlappen muss das eigentlich passen wie angegossen. Der hatte das Problem, der hatte keinen Allradantrieb. Das war das Problem gewesen. Kein Allradantrieb. Okay, meine lieben Freunde, das war es allerdings von dieser Folge. Schade, ich dachte, wir kommen wenigstens dazu, dass wir das Feld bestellen können. Aber so weit sind wir jetzt nicht gekommen. Ich sage vielen Dank trotzdem, wünsche euch noch einen schönen restlichen und macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.